Und es geht wieder weiter hier bei Dead Space mit After Dark. Wir sind wieder eine weitere halbe Stunde tief ins Spiel rein, haben gerade eine KI erledigt, die uns ziemlich auf den Sack ging, indem wir in sie rein sind und an ihrem Zentralrechner alles kaputt gemacht haben. Jetzt sind wir im All und müssen wahrscheinlich irgendwelche Sonnenkollektoren ausrichten oder vielleicht ganz woanders hin. Wir werden es gleich erleben, denn wir haben ja unseren alten Freund, den GPS-blauen Streifen, der uns gleich sagen wird, wo es lang geht. Vorher aber die Ohren rein, damit ich was höre, und auf die Facecam geschaltet. Jetzt geht's los, viel Spaß. Hier muss ich natürlich extrem aufpassen, denn ich habe nur 100 Atemsekunden sozusagen. Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu dem Panel. Ach du Scheiße, ein riesen Blubbervieh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das hat mich total überrascht. Ich habe die ganze Zeit nach diesem Luft-Sauerstoff-Behälter Ausschau gehalten. So, wo sind die Sonnenkollektoren, die ich neu ausrichten muss? Da. Dann fliege ich da doch mal hin. Geiler Level. Also ich liebe es ja im All rumzufliegen und ich fand das schon bei Adrift unglaublich toll. Wenn ihr es verpasst habt, guckt es euch ruhig mal an. Wie ich finde, eine sehr schöne Let's Play-Reihe geworden. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht. Ah, okay. Ich nehme an, der Kollektor muss hier drauf. Natürlich. Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Stross, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie weg hier. Ellie, kommen. Ellie. Scheiße. Ja, mir doch egal. Ich habe wirklich genug zu tun. Man muss nicht alles machen hier. Mir reicht's. Außerdem will ich die ganzen geilen Items einsammeln. Ach, das erinnert mich an tolle Weltraum-Außenmissionen, wie zum Beispiel bei Star Trek, der erste Kontakt. Sehr geil gemacht. Finde ich. Ist sogar heute noch einigermaßen guckbar, obwohl der Zahn der Zeit da ein wenig dran genagt hat. Eigentlich will ich das Vieh mich gar nicht darum kümmern. Ich krieg's wahrscheinlich eh nicht kaputt. Das dauert mir alles sonst zu lange. Ah, natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von den Sporen, aber das Vieh an sich lasse ich Vieh sein. Lieber kassiere ich hier und da mal einen Schlag. Das Ding ist einfach zu groß. Was soll ich denn damit anfangen? Oh, die Steuerung ist so viel besser als in Teil 1. Also wirklich, wirklich gut geworden, finde ich. Hoffentlich kriegt mich keine der Sporen. Wollte ich gerade noch sagen und dann... Haben sie mich gekriegt. Naja, komm, mir doch egal. Kriegen wir hin. Das müsste jetzt der zweite schon sein. Ach, ich hätte da nicht reinfliegen dürfen, in diesen gigantischen Laser-Sonnenstrahl. Ja, das hätte man mir auch sagen können. Oh, wo ist denn eigentlich das Bild hin? Gerade mal gucken. Mein Bild im Bild ist weg. Das kann nicht sein. Wo ist mein Bild im Bild? Ich weiß doch, dass ich eigentlich eins habe. Ihr seht mich doch nicht. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss mal gerade eine Sekunde, ich muss gerade mal hier rumklicken. Scheiße, es geht einfach nicht.
Irgendwie hat sich hier gerade mein Game Capture aufgehangen. Zumindest könnte es das sein. Und ich kann euch keine anderen Perspektiven mehr zeigen. Ah, okay, ich kann das, kann ich euch zeigen. Na wunderbar, die voreingestellten Dampfer. Da bin ich. Wo bin ich? Hallo. Jetzt bin ich hier in einer seltsamen, gefilterten Version. Warum kann ich nicht auf Vollbild schalten? Da. Jetzt bin ich zoomt. Hier ist doch alles. Da, okay. Immerhin geht das. Ja, ich spiele hier mit, oder ich zeichne auch mit Game Capture HD. An sich ein ganz anständiges Programm. Aber, oh Gott, ja, okay. An sich ein ganz anständiges Programm. Aber manchmal hat es so seine kleinen Bugs, gerade wenn man parallel viel exportiert, was man immer nach einer Aufnahme machen muss, was ich immer parallel mache, weil ich am Limit lebe. Weil ich auf dem Vulkan tanze. Mir ist das alles wurscht, das wird schon klappen. Es läuft schon irgendwie. So, jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen, oder? Nee? Doch, doch. Genau, jetzt muss ich die Scheiße wirklich nochmal machen. Alles nur, weil mich das Vieh einmal erwischt hat. Ach nee, ich bin ja selbst dummerweise in den Laser gerannt. So, wir machen es nochmal. Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu dem Panel. Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Stross, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie fast weg hier. Ellie, kommen. Ellie. Scheiße. Okay, jetzt muss ich ganz schnell weg. Okay. Ihr dürft mich nicht treffen. Oh, jetzt brauche ich Luft. Zum Glück ist da unten direkt ein... Oh, das war knapp. Scheiße, Isaac! Ellie! Ellie! Alles in Ordnung? Nein! Ellie, wir haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glaubt? Isaac, die Viecher sind immer noch zum Training unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. So, jetzt kann ich in Ruhe einsammeln. Stumpen. Und was hast du jetzt davon? Was hat dir der Angriff auf mich gebracht? Nur Schmerzen. Also ich werde natürlich jetzt auf jeden Fall nochmal alle Items einsammeln. Das ist klar. Hat das Vieh vielleicht sogar was ausgespuckt? Wäre ja eigentlich schon ganz geil, wenn er... was für mich übrig gelassen hätte. Nee, sieht nicht so aus. Hier fliegt nichts rum. Oh, ich darf nicht wieder rein. Das Ding will ich aber haben. Oh, geil, ein Halbleiter, Rubin. Das sind die besten. Wo ist denn eigentlich mein Counter, mein Luftcounter? Ich sehe ihn gar nicht. Okay, jetzt habe ich wieder volle Luft. Einmal noch komplett um den Ring rum, denn überall liegt was. Ihr seht es ja selbst, das kann man nicht einfach liegen lassen. Das wäre nicht fair den ganzen Items gegenüber. Die wollen auch weg von hier. Du bleibst schön hier. Was? Was war denn das? Ah, das war knapp. Gerade noch so erwischt. Luft, Luft, Luft. Vielen Dank. (lacht)
Da kriegt man schon ein bisschen Angst, wenn das Ding dann einfach so weggeht. Man will es haben. Oh, diese psychedelische Musik macht einen einfach fertig. Da oben war ich auch noch nicht. Mann, das ist ja Schlaraffenland hier. Zum Glück reicht meine Chinese relativ weit, habe ich gemerkt. Da braucht man die fast nicht mehr upgraden, obwohl es verlockend wäre, sie noch einen Ticken besser zu machen, weil sie schon so ganz gut funktioniert in all diesen Runden. Gucken wir gleich mal, beim nächsten Mal, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich glaube, das machen wir. So. Den Virus da, den Klumpen, habe ich erledigt. Jetzt bin ich, glaube ich, auch wirklich am Ende hier. Auf dem, am All. Im All. Ende am All. Ah, okay, lieber noch mal ein bisschen Luft. Und dann gucken, wo wir eigentlich lang müssen. Da ist der Eingang. Ha. Das war eine schnelle, kurze Außenreparatur. Für sowas bin ich gemacht. So kennt man mich. Austritt, Schwerelosigkeit. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein! Ich werde da sein! Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleudersitze werden initialisiert. Okay, jetzt wird's sehr spannend. Ich glaube, jetzt weiß ich, was kommt. Richtig geil. Oh, jetzt werde ich hier weggeschossen. Oh, natürlich kommt eine Röhre. Es kommt immer eine Röhre in solchen Momenten. Und was mache ich hier? Soll ich da durch? Okay. Da komme ich nirgendwo durch und da unten ist schon das Ende, oder? Ah, ist das toll. Da fühlt man sich richtig stark. Das war ein ziemlicher Rush. Und hier ist totales Chaos. Ihr hört's schon. Draußen, beeilen Sie sich! Ja, Moment mal, ganz Suche. Ich muss hier erstmal in den Shop. Hier gibt's nämlich auch wieder einige Sachen zu verkaufen. Du bist nicht alleine hier auf der Station, ja? Bisschen Respekt vielleicht vor meiner Leistung, die ich hier ständig beweise. Ah, vielleicht sollte ich langsam mal überlegen, ob ich nicht mir eine andere Rüstung hole oder jetzt wirklich mal eine andere Waffe. Ich finde ja dieses Harpunengewehr schon irgendwie ganz geil. Aufspießgefahr. Drücke RB, um den zuletzt abgefeuerten Speer mit Elektrizität aufzuladen. Strahlenkanone, übles Harpunengewehr. Mehr Schaden, schwerer beim Nachladen. Das Impulsgewehr würde ich eigentlich auch gerne nehmen. Den Ripper lasse ich diesmal liegen. Detonator, weiß ich nicht. Das wirkt auf mich eher, als hätte ich damit, würde ich damit schlechte Erfahrungen machen. Und das Suchergewehr, eine Kugel mit hoher Reichweite abzufeuern. Eine Kugel.
Laserkanone, Energieprojektor für schwere Schäden. Kinetische Energie auf dem Boden feuern, alle nahen Objekte wegzuschießen. Nietpistole. Ah, es ist so unglaublich schwer, sich für irgendwas zu entscheiden. Es fällt mir wirklich nicht leicht. Okay, ich könnte diesen Anzug nehmen. Habe ich mehr Inventarslots und mehr Panzerung? Ah. Ach, was soll der Geiz? Ich nehme jetzt einfach mal das Harpunengewehr. Und auch gleich ein bisschen... Moment, ah, ich dachte gerade... Doch, machen wir so. Ich will noch einen Energieknoten, um das Harpunengewehr aufzuwerten. So, jetzt kann ich auch die Waffen wechseln. Aber das Harpunengewehr, im Moment ist es noch wirklich lahm. Deswegen sollten wir uns das ersparen, bis wir es weiter verbessert haben. So, wir speichern. Wir haben noch knapp 15 Minuten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Isaac, hier lang! Zur Bahn geht's hier lang! Boah! Boah. Und schon wieder. Schon wieder keine Luft. Schnell. Wo ist Luft? Oh, wo ist denn Luft? Ich versuche die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Beeilung bitte. Moment. Ich gebe meine Code. Okay, da jetzt lang. 70 Sekunden habe ich aber noch. Und währenddessen kann ich hier nochmal ein paar Gegner erledigen, denn dafür gibt es natürlich wieder Items. Ja, ich bin dafür autorisiert. Oh. Geh auf, du Scheißding! Sie ist offen! Los, Isaac! Muss aber noch alles einsammeln. Gehen Sie, Isaac! Sie können nicht Nein! Aufhalten. Doch! Sie. Doch, doch, doch! Und wie ich das kann. Du hast ja gar keine Ahnung, was ich alles kann. Okay, gut, jetzt wird's wirklich langsam eng. Okay, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Ich gehe ja schon. Schnell, schnell, schnell. Oh. Das war knapp. Da habe ich die Luft angehalten. Das war wirklich sehr knapp. Oh, geil. Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur... Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Montage. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Ach. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Nun bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Ah,
das war sehr, sehr spannend und auch mal richtig anspruchsvoll endlich, nach all dem Spaziergängen, die wir hier hatten. Ich möchte übrigens nochmal eure Aufmerksamkeit auf die meiner Ansicht nach sehr gelungene deutsche Synchro lenken. Normalerweise bin ich nicht so der Fan von deutschen Synchros, aber die hier hat wirklich was zu bieten. Sind auch gute Sprecher. Ich bin mir nicht sicher, ob der eine Clive Owen ist, also die deutsche Stimme von Clive Owen. Bin ich gerade ganz sicher, aber es ist eine bekannte Sprecherstimme, die richtig gut passt. Ich kann nicht anders. Ich wollte die Harpunen ja eigentlich behalten, aber ich weiß, ich krieg noch welche und im Moment würde ich sie jetzt eh nicht benutzen. Also kaufe ich lieber einen Energieknoten, damit ich sie schneller benutzen kann. Das ist mehr oder weniger der Plan. Aber dann wird's richtig gut. Dann wird alles besser. Dann sind wir endlich ganz. Das war auch ein ganz schön langes Kapitel bisher. Oh. Na gut, ich dachte, da wäre was für mich. Ey, das ist so eine tolle Atmo manchmal hier. Es ist so schwer, aber auch überhaupt noch Angst zu entwickeln in diesem Spiel, weil man eigentlich permanent hin und her geworfen wird, emotional. Und irgendwann kann man das nur noch, alles nur noch einfach so, ah, ich dachte, da kann ich vielleicht durchschießen, kann man das nur noch akzeptieren. Ah. Okay, scheinbar gibt es hier nichts mehr für mich zu holen, nur noch zu treten. So, hier benutze ich natürlich, auch wenn es weh tut, einen meiner Knoten. Oh, guckt euch das an, wie es blinkt, das ist wie so ein Weihnachtsbaum. Wundervoll. Nehme ich mit. Da war sogar noch ein Energieknoten, das ist ja der beste Tausch, den wir je hatten. Wahrscheinlich ist das der beste Energieknotenraum, den wir bisher gesehen haben. Und es gibt einen neuen Level 5 Anzug. Irgendwann werde ich mir den auch holen. Aber nicht jetzt. Die bieten einem zu viel Kram und zu wenig Geld dafür. Man kann das gar nicht alles machen und kaufen und benutzen. Das habe ich. Wo kamst du denn her? Alter, habe ich dich nicht gesehen. Das gibt's ja nicht. Oh. Okay, da muss ich lang. Sorensen, hörst du mich? Hier ist Caleb von Schicht 1. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise wütende Leichenteile. Caleb, komm! Vor uns rotten sich mehrere von denen. Können Leichenteile wütend sein? Gibt es sowas wie ein wütendes Bein? Und wenn sie das tun,
Hier kommt doch irgendwo was. Ach, man hat nur noch Angst. Oh, da ist doch jemand. Isaac, hier drüben. Die Tür ist blockiert. Liebe, warten. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach dem Nadel. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Natürlich, die unbequemen Aufgaben werden mal wieder an mich verteilt. Was habe ich nur falsch gemacht? Hätte ich vielleicht einen anderen Job wählen sollen? Okay, sie haben auf jeden Fall keinen Mangel an Lampen in diesem Raum. Ah, natürlich immer von hinten. Es ist immer von hinten. Es gibt nie, greift mal einer von vorne an. Ja, das stimmt auch nicht. Ah, lass uns einfach dabei bewenden, dass sie von überall angreifen. Na, will noch irgendeiner kommen? Kann man die Leichen da in dieses Gewinde reinwerfen? Tanz! Tanzt, meine Freunde! Als wäre es... die spielen Ping-Pong. Oh. Okay, einen haben wir noch. So viel Zeit muss sein. Man muss auch mal die positiven Dinge im Leben sehen. Man kann nicht immer nur kämpfen. Hui! Tschüss! Ach toll. Einfach toll. Ich bin sicher nicht der Erste, der das macht. So, jetzt wird meine Harpune aufgewertet. Kurz nochmal schauen, ob das Rig irgendeinen sinnvollen... Nein. Hat die Stase irgendwas? Nein, da müsste ich 2 ausgeben. Harpunengewehr, it is. Der Schaden durch Sekundärfeuer erhöht. Das wäre, glaube ich, den unter Strom setzen, den Stab. Okay, so machen wir es. Das ist eigentlich die einzig sinnvolle Methode, um maximal rauszuholen. Jetzt habe ich noch einen. Hier oder... Hier. Oder habe ich noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas offen? Nein, da ist alles aktiviert. Das dauert mir zu lang. Ne, okay, machen wir das. Gut, dann hier. So, wir müssen leider jetzt an dieser Stelle zum Ende kommen. Wobei, eigentlich sollte ich noch irgendwo ein Spielstand-Speichergerät finden. Gerade mal gucken. Shop, Bench, Speicherstation hier. Gut, wir speichern nochmal ganz kurz und dann geht's an derselben Stelle wieder weiter. Ich will ja nicht vorspielen, aber wir sind leider wieder am Ende jetzt unserer gemütlichen Häckselstunde. Und ich kann immer wieder nur betonen, es ist sehr interessant, wie gut das Spiel eigentlich gealtert ist. Ich habe im Vorfeld von vielen gehört, dass der zweite Teil nicht so gut ist wie der erste. Ich selbst hatte da natürlich auch meine eigene Meinung zu.
Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Gibt's hier denn nirgendwo was zum Speichern? Muss das denn jetzt immer so ein Aufwand sein? Da um die Ecke. Ah, diesen Raum noch. So, ich hoffe natürlich, es gefällt euch auch einigermaßen, was wir hier machen. Jetzt ist es aber wirklich ein ganz schön weiter Umweg. Habe ich mir anders vorgestellt. Naja. Eigentlich muss ich das ja auch nicht machen. Ich mache es eigentlich nur, damit ihr keine einzige Sekunde verpasst. Bleibt dabei. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung hier bei After Dark mit Dead Space 2.